fangen wir mit einem Thema auf Bundesebene an, das Sie ja auch kennen. Was mich heute stört, ist, dass der Krieg wieder so ein typisches, übliches Mittel der Politik wird. Wenn irgendwo ökonomische Interessen vorherrschen, greift man zum Mittel des Krieges. Und es gibt nur eine politische Kraft im Bundestag, die sich immer dagegen stellt. Das ist die Linke. Und dabei wird es auch bleiben. Ob ich den Krieg gegen Jugoslawien nehme, ob ich den Afghanistan-Krieg nehme, immer gab es Übereinstimmung von Union, SPD, FDP und Grünen, dass man den Krieg führen müsse. Ich kann mich noch an alle Begründungen beim Jugoslawienkrieg erinnern. Er war auch völkerrechtswidrig. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ausschlaggebend fand ich immer den Afghanistan-Krieg. Denn auch da war die Begründung edel. Immer ist die Begründung für einen Krieg edel. Es hat noch nie einer ein unedles Ziel vorgegeben, selbst wenn er es hatte. Weil wenn man Krieg führt, tötet man immer auch Unschuldige. Wenn man Unschuldige tötet, dann erzeugt man Hass und Ablehnung. Und daraus erwächst die Bereitschaft zu neuem Terrorismus. Es ist eine Spirale der Gewalt. Wir müssen endlich raus aus dieser Spirale der Gewalt. Und deshalb Nein zum Mittel des Krieges sagen. Und dann ist mir erzählt worden, dass es aber die Situation der Afghanen und Afghanen so deutlich verbessern würde. Nun hat die UNO das untersucht, nicht die Linke. Und was ist bei der UNO-Untersuchung herausgekommen? Die Jugendarbeitslosigkeit in Afghanistan ist jetzt dreimal so hoch, wie sie war. Es leben doppelt so viele Menschen in Slums. Die Armut hat sich gigantisch vergrößert. Mädchen können dort zur Schule gehen, wo sie auch früher schon zur Schule gehen konnten. Und können dort nicht zur Schule gehen, wo sie auch früher nicht zur Schule gehen konnten. Es hat sich für niemanden die Situation wirklich verbessert, außer für die Warlords. Weil sich die Menge der Felder, wo sie Rauschgift anbauen können, verdreifacht hat. Während des Krieges verdreifacht hat. Und das sind alles Zahlen der UNO. Jetzt frage ich die Regierung, was hat denn dieser Krieg der afghanischen Bevölkerung gebracht? Nichts. Wenn wir statt der 100 Milliarden, die wir in den Krieg gesteckt hätten, nur ein Drittel in den Aufbau des Landes gesteckt hätten, sähe Afghanistan heute gänzlich anders aus. Nun hat selbst der Berater der NATO, Professor Rob de Wijk, erklärt, kein Ziel ist erreicht worden in Afghanistan. Übrigens ist das nicht neu. Die Briten waren da schon vor anderthalb Jahrhunderten, haben kein Ziel erreicht. Die Sowjets waren da drin, haben kein Ziel erreicht und die NATO erreicht auch kein Ziel. Man kann eine Kulturentwicklung nicht übertöpeln mittels Krieg. Das ist nicht erfunden. Man muss rechtzeitig und immer die demokratischen Kräfte unterstützen, zu denen auch wir jetzt gute Beziehungen in Afghanistan haben. Und das wäre die Aufgabe auch unserer Gesellschaft gewesen. Ich will gar nicht weiter über den Irakkrieg sprechen. Sie wissen, wie verheerend das ist. Die Zustände heute im Irak sind ja nicht besser als früher. Jeden Tag explodieren dort Bomben, es gibt Tote, es gibt einen Hass, eine Bereitschaft. Nichts ist etwa im Sinne einer fortschrittlichen Entwicklung geregelt worden. Und in Libyen? Also in Libyen stand Cem Özdemir neben mir bei Hart aber fair und sagte, ja, Ihre Vorstellungen sind völlig falsch. Wenn man dort die Freiheits- und Demokratiebewegung unterstützen wolle und Gaddafi loswerden wolle, dann müsse man bombardieren. Nun ist ja bombardiert worden. Gaddafi sind wir los. Aber wie ist es eigentlich jetzt mit den Menschenrechten in Libyen? Sie erfahren nichts mehr in der Tagesschau. Sie erfahren nichts mehr in heute. Sie lesen auch kaum was in den Zeitungen. Aber wir haben Berichte. Die Situation hat sich nicht verbessert. Sie ist nach wie vor höchst dramatisch. Aber die, die mir immer sagen, man darf nicht weggucken bei Menschenrechtsverletzungen, gucken jetzt weg, weil der Krieg eben keine Verbesserung gebracht hat. Aber es gibt ja noch eine ganz andere Logik. Ich höre ja immer zu. Und wenn Özdemir zu mir sagt, nur das hilft der Freiheits- und Demokratiebewegung und nur das verjagt den Diktator, dann frage ich ihn, warum er denn dann gegen Bomben auf Syrien oder Bahrain ist. Also ich meine, wenn es denn das Hilfsmittel ist, angeblich, laut seiner Theorie, warum hat er noch nie gefordert, Syrien zu bombardieren und warum fordern sie nicht, Bahrain zu bombardieren? Fange ich mal mit Bahrain an. Bahrain lesen sie nichts. Hören Sie nichts, sehen Sie nichts. Das ist ganz einfach. Da gibt es auch eine Demokratie und Freiheitsbewegung, die wird auch zusammengeschossen, aber von Soldaten des Nachbarlandes aus Saudi-Arabien. Und die Waffen an Saudi-Arabien liefert unter anderem in Größenordnung Deutschland.
Und die besten Beziehungen zur saudischen Regierung haben die Regierung der USA und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb werden wir über den Bahrain nie was erfahren. Und deshalb kommt dort keiner auf die Idee, irgendeine Bombe zu werfen, zumal dort der größte US-Staatspunkt, der größte US-Standort für Militär ist im Nahen Osten. Mein zweites Beispiel, Syrien. Habe ich gefragt, die Grünen, was ist denn nun an Assad so viel besser als an Gaddafi? Zeichnet den irgendwas aus? Ist der harmloser? Was ist an der Freiheits- und Demokratiebewegung in Syrien schlechter? Dann sagen die nichts. Dann sage ich, ja, warum fordert ihr denn dort keine Bomben? Ich meine nicht, dass sie denken, ich bin dafür. Ich sage gleich noch was dazu. Ich kann Ihnen sagen, es gibt einen Grund. Es gibt einen Unterschied zwischen Libyen und Syrien. Libyen hat ganz viel Erdöl und Syrien ganz wenig. Es ist seit tausenden Jahren immer dasselbe. Letztlich geht es um ökonomische Interessen, die mit ins Krieg durchgesetzt werden und um nichts anderes. Und deshalb lehnen wir den Krieg in Syrien ab, wir lehnen ihn im Iran logischerweise ab, in Libyen und überall. Wir können so die Probleme der Welt nicht lösen. Wir brauchen endlich eine gerechte Weltwirtschaftsordnung und einen neuen Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Nicht Kriege, die verhärten alles, die machen unmenschlich. Wer Menschenrechte will und wer ökologische Umgestaltung will, kann nicht ernsthaft auf Krieg setzen oder er meint das alles nicht wirklich ernst. Aber das ist eine Frage, wo sich die anderen immer einig sind gegen uns. Komme ich auf das zweite Beispiel. Das sind die ganzen Rettungsschirme, mit denen wir es jetzt in Europa zu tun haben. Wir hatten ja auch schon einen Rettungsschirm in Deutschland, 480 Milliarden Euro für die Banken. Nicht vergessen, dass es jetzt wieder belebt worden, weil die Banken wieder in neuen Schwierigkeiten sind. Sagt dazu noch was? Aber nicht nur das, sondern jetzt weitet sich das Ganze ja aus auf Europa. Sie kennen die Situation in Griechenland. Die Situation in Portugal, in Irland, in Spanien, in Italien. Und es wackelt ja auch schon an Frankreich. Und was nun? Ich möchte mal daran erinnern, als der Euro eingeführt wurde, waren alle sich einig, das ist das völlig richtige Mittel zum richtigen Zeitpunkt und alle Vorbereitungen sind getroffen. Es gab eine einzige Fraktion, das war meine, die hatte Schilder auf dem Tisch, was wir natürlich nicht durften. Und da stand drauf, Euro so nicht. Aber die Formulierung ist mir wichtig. Wir haben nicht gesagt Euro nein, sondern wir haben gesagt Euro so nicht. Und das bedeutete, dass die politischen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und juristischen Voraussetzungen dafür fehlen. Man kann nicht einen Binnenmarkt in eine Binnenwährung einführen, ohne eine abgestimmte Wirtschafts-, Lohn-, Sozialpolitik etc. Das gab es aber alles gar nicht. Wir hatten die doch nicht mit Griechenland oder mit Italien oder mit anderen Ländern. Aber die anderen waren alle klüger. Haben gesagt, alle unsere Bedenken, alles Schwachsinn, Sie wissen das, Top-Voraussetzungen, der Euro wird jetzt eingeführt. Nun ist er in einer tiefen Krise. Nun hat mich vorhin schon ein Mann gefragt, warum ich jetzt nicht dafür bin, rauszugehen aus dem Euro. Das kann ich Ihnen sagen, weil wir jetzt in einem Wettbewerb stehen, mit China, mit Japan, mit den USA, das schaffen die einzelnen Nationalstaaten gar nicht mehr. Jetzt haben wir ihn, jetzt müssen wir ihn auch aus politischen und ökonomischen Gründen retten, aber nicht auf die Art und Weise, wie das die Bundesregierung und wie das Herr Sarkozy machen, sondern auf eine gänzlich andere Weise. Ich werde dazu noch etwas sagen. Aber das Zweite ist, nachdem Sie den Euro so eingeführt haben, warum sind wir denn in eine solche Krise gekommen? Der erste Grund war die Finanzkrise, mit der wir es zu tun hatten 2008. Ich muss Sie daran erinnern, die ist dadurch entstanden, dass ja die reichen Leute nicht mehr investiert haben. Sie haben ja keine Fabriken mehr gebaut, sondern es hat sich herausgestellt, dass man scheinbar Geld aus Geld machen kann, mittels Spekulation. Und da sind ja die Banken ganz groß. Das Problem ist nur, wenn du Geld aus Geld machst, musst du es irgendjemand anders wegnehmen. Irgendwann knallt es. Und dann ist es 2008 geknallt. Und dann haben alle Staaten angefangen, ihre großen privaten Banken zu retten. Und deshalb sind sie alle überschuldet. Es ist keine Überschuldungskrise einfach so, weil die zu viel Geld ausgegeben haben, sondern weil sie so viel Geld für die Banken ausgeben mussten oder meinten, das zu müssen. Das ist die entscheidende Ursache. Und der nächste Punkt ist, dass sie jetzt lauter Rettungsschirme starten. Und dann denkt man immer, mein Gott, warum stimmt denn die Linke dagegen? Haben die gar kein Herz für die Griechinnen und Griechen?
Ich sage Ihnen, es ist ganz einfach. Nicht ein Euro, der da beschlossen wird, kommt einer einzigen Griechin oder einem einzigen Griechen zugute. Alle Euros wandern wieder zu den Banken. Und wir sagen Schluss damit. Ich bin es leid, dass Merkel immer dem Ackermann hinterherrennt und macht, was er sagt. Ich möchte, dass wir dem endlich mal die Stirn bieten. Und sagen Schluss, Ende der Fahnenstange. Und das kann man auch. Und jetzt gehen Sie völlig falsche Wege, Schuldenbremse und so weiter. Ich will gar nicht auf alle Details eingehen, warum das nichts bringen kann. Aber was haben Sie von Griechenland verlangt? Runter mit den Löhnen, runter mit den Renten, keine Investitionen mehr, das öffentliche Eigentum unter zeitlichen Druck verkaufen, das heißt zum Schleuderpreis, weil ja der Käufer weiß, du musst sowieso verkaufen, kann er den Preis drücken, solange er will, auch klar. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Ich rede noch gar nicht von der sozialen Frage. Wenn wir die Löhne senken in Griechenland, wenn wir die Renten senken in Griechenland, wenn wir nichts mehr investieren, wenn das öffentliche Eigentum verschleudert wird, wo sollen denn dort Steuereinnahmen herkommen? Und wenn es die gar nicht mehr geben kann, wie sollen denn dann je die Kredite zurückgezahlt werden? Das Geld ist vollständig in den Sand gesetzt worden. Und zwar interessanterweise zum Nachteil der Griechinnen und Griechen und zum Nachteil der Deutschen. Das haben die hingekriegt. Das haben die hingekriegt. Und die Einzigen, die dagegen aufstehen, sind wir. Und bei jedem Rettungsschirm quatscht übrigens die SPD auch sehr kritisch. Die Grünen sehr kritisch und dann stimmen sie zu. Jedes Mal. Die Einzigen, die sagen, machen wir nicht, sind wir. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil wir nicht aus unserer eigenen Geschichte gelernt haben. Ich habe schon mal im Bundestag versucht, die haben es nicht verstanden, aber ich weiß, dass sie es verstehen, deshalb versuche ich es hier nochmal neu. Was sind unsere Erfahrungen? Deutschland hat den Ersten Weltkrieg begonnen und verloren. Und dann haben die Sieger in Versailles getagt und sich überlegt, was man mit Deutschland macht. Das geht soweit in Ordnung. Das Problem ist nur, dass die Sieger nicht aufhören konnten zu siegen. Und weil sie nicht aufhören konnten zu siegen, haben sie politische und ökonomische Bedingungen festgelegt, bis sie Deutschland bis ins Mark hinein gedemütigt und getroffen haben. Und nachdem denen das gelungen war und das von vielen, auch von den Linken, deutlich kritisiert wurde, hat dann der Rechtsextremismus auch diese Tatsache, nicht nur diese, aber auch diese Tatsache genutzt, um mit der Verbrecherpartei von Hitler so stark zu werden. Daraus haben die Westmächte nach dem Zweiten Weltkrieg eine kluge Lehre gezogen und gesagt, das machen wir nicht wieder. Und haben gesagt, wir machen nur geringe Reparationen und dafür einen Marshallplan, um das Land aufzubauen und es so zu unserem Verbündeten zu machen. Das ist ihnen ja auch gelungen. Und was machen wir mit Griechenland? Wir machen mit Griechenland Versailles. Wenn wir gelernt hätten, hätten wir einen Marshallplan eingeführt. Ich sage Ihnen, was ich für Bedingungen bei Griechenland gestellt hätte. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn ich das zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich gesagt, also erstens kriegt ihr keinen Kredit über private Banken. Ja, wo kommen wir denn dahin? Wir geben den privaten Banken im Dezember 2011 und im Februar 2012 insgesamt in Europa 1 Billion Euro. Das sind 1.000 Milliarden Euro. Fragen Sie doch mal die Kanzlerin, wo das Geld herkommt. Nee, das ist schlicht und einfach ein Druck auf dem Computer. Das ist künstlich hergestellt. Aber nachher muss es bezahlt werden. Das ist doch der eigentliche Skandal. Also, die Banken kriegen 1 Billion Euro für 3 Jahre und müssen darauf 1% Zinsen bezahlen. 1%. Da ist mir eingefallen, wenn Sie ein Konto haben und das um 100 Euro überziehen, wie viel Prozent Zinsen Sie dann bezahlen müssen. Wahrscheinlich 12, 13, manchmal 15. Es gab sogar mal den Spitzensatz von 18%. Wir haben gesagt, dass das unzulässig ist, dass dieser Zinswucher abgeschafft werden muss. Aber solange die Banken das machen, hätte ich gesagt, wir nehmen euren Dispo-Kreditzinssatz. Das ist dann wohl das Mindeste, den ich dann bekomme. Wie kommen wir denn dazu, denen das für 1% zu geben? Und dann gehen die Banken nach Griechenland, nach Spanien, nach Italien, nach Portugal, geben denen Kredite für 4-5%, zum Teil sogar für 7%. Die machen mit einer Überweisung Riesengeld und das Geld stammt von ihnen. Und wir müssen ja dann die hohen Zinsen bezahlen.
während die Bank selber nur 1% bezahlen muss. Aber selbst wenn ich das mal alles weglasse, also ich hätte gesagt, das Geld über eine private Bank nicht, sondern wenn, dann direkt durch eine öffentlich-rechtliche Bank in Europa. Dann kann ich sagen, 2% Zinsen und es verdient kein anderer daran. Dann hätte ich gesagt, erstens ab jetzt immer ehrliche Zahlen aus Griechenland, nichts anderes, hätte ich auch kontrolliert. Dann hätte ich gesagt, zweitens, wir brauchen ein System zur Verhinderung der Steuerhinterziehung. Wenn wir das für Griechenland gefunden haben, können wir es auch gleich noch in Deutschland einführen. Dann hätte ich gesagt, es ist nicht hinnehmbar, dass ihr über 2% eurer Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgibt. Das ist ja mehr als in Deutschland. Hier haben die denn eine Meise oder was? Ich hätte gesagt, es kommt überhaupt nicht in die Tüte, zumindest um die Hälfte sofort reduzieren. Warum verlangt das Frau Merkel nicht? Kann ich Ihnen sagen, weil wir der drittgrößte Waffenexporteur der Welt sind. Weil wir in Kiel 2 U-Boote Griechenland noch abnehmen mussten von dem Geld, das wir ihnen gegeben haben. So bekloppt ist das Ganze organisiert, um das auch mal im Klartext zu sagen. So, und dann hätte ich gesagt, es gibt 2000 Familien in Griechenland. Denen gehört 80% des Vermögens Griechenlands. 80%, das ist ja noch dreister als bei uns. Und da hätte ich gesagt, ja, und wenn es da für die nicht eine angemessene Vermögenssteuer gibt, brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Die haben doch abgezockt bei der ganzen Krise. Nicht die Rentnerin, nicht die Arbeitnehmerin, nicht der Arbeitslose, nicht der Jugendliche, die das heute dort bezahlen müssen. So, und dann hätte ich gesagt, müsst ihr das Geld für Investitionen verwenden, in Bildung, in Wirtschaft etc. Ja, und dann wären doch auch Steuern geflossen. Und dann hätte ich mich vor Ihnen rechtfertigen können und hätte sagen können, alles Geld, was ich dorthin gekommen habe, kommt mit 2% Zinsen wieder zurück. Das wäre machbar gewesen. Aber Sie betreiben exakt das Gegenteil. Und deshalb gibt es immer ein Nein von uns dazu. Immer. Nun wissen Sie, alle Regierungen sind stolz darauf, dass Deutschland so erfolgreich im Export ist. Also, wir sind Vize-Weltmeister im Export. Es gibt nur ein Land, das mehr exportiert als Deutschland, das ist China. In absoluten Zahlen. Das heißt, Sie müssen wissen, wir exportieren mehr als die USA. Sowieso mehr als Russland, als Großbritannien und Frankreich. Es gibt nur ein Land, das mehr exportiert als China. Was heißt denn das? Wodurch exportieren wir so viel? Weil wir gute Produkte und Dienstleistungen haben? Ja, ist ein Grund. Es gibt aber einen zweiten Grund. Wir sind billig geworden. Warum sind wir billig geworden? Weil wir die einzige Industriegesellschaft sind, in der real die Löhne, die Renten und die Sozialleistungen gekürzt worden sind. Und zwar dank SPD und Grünen mit der Agenda 2010. Das ist die Wahrheit. Nun kann man ja aber sagen, na immerhin, der Export. Nun muss ich Ihnen zunächst mal erklären, wir alle, mich eingeschlossen, verwenden den Begriff falsch. Wir sagen ja immer, wir exportieren nach Italien, nach Griechenland, nach Spanien. Ist natürlich Blödsinn. Wir haben einen Binnenmarkt mit einer Binnenwährung. Wir sprechen auch nicht davon, dass Bayern nach Schleswig-Holstein exportiert. Wenn man eine Binnenwährung mit einem Binnenmarkt hat, kann das so nicht funktionieren. Übrigens, die ganze Logik ist ja auch nicht zu begreifen. Das ist so, als ob Bayern Schleswig-Holstein ruiniert, dann wieder aufbaut, um es anschließend wieder zu ruinieren. So ist unser Verhältnis in der EU. Aber genau das ist der falsche Weg. Aber mal abgesehen von dem falschen Begriff des Exports. Wir exportieren ja tatsächlich nach Asien oder Afrika oder Lateinamerika oder an andere Länder. Nur wir sind abhängig vom Export. Jede Regierung, von Adenauer bis Merkel, war immer stolz, wenn die Exportzahlen anstiegen. Und wir sagen, wir müssen endlich die Binnenwirtschaft stärken. Die kann man aber nur stärken durch eine Erhöhung der Kaufkraft, durch mehr soziale Gerechtigkeit. Und deshalb brauchen wir endlich und entschieden höhere Löhne, höhere Renten und höhere Sozialleistungen. Anders geht es gar nicht. Und wenn wir nämlich das ausgeglichener hätten im Außenhandel, dann litten ja auch andere Länder nicht so. Denn das Problem ist ja, wenn wir dorthin so viel exportieren, können wir ja immer weniger verkaufen. Und dann, also naja, ich muss Ihnen ja den ganzen Kreislauf nicht erklären. Was ist das eine? Ich habe schon gesagt, wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Bank in Europa, damit nicht über die Privatbanken die Kredite gegeben werden. So, und nun komme ich zu einer Frage der Gerechtigkeit. Wissen Sie, Herr Schäuble saß im Bundestag und sagte zu uns, das Elterngeld für Hartz-IV-Empfangende
also die Auszahlung des Elterngeldes für Hartz-IV-Empfänger wird eingestellt, um den Haushalt zu sanieren. Das sagt er im Zusammenhang mit der Krise. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich möchte von Herrn Schäuble und Herrn Kauder eine Antwort haben. Sie sollen mir sagen, was hat die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die Hartz-IV empfängt, falsch gemacht? Wodurch hat sie die Krise ausgelöst? Ich will das wissen. Die sollen sich hier hinstellen und sagen und mir sagen, was hätte die Frau anders machen müssen. Und wenn sie das nicht können, sondern die Schuld bei Ackermann liegt, dann müssen sie erklären, warum die Hartz-IV-Empfängerin das zu bezahlen hat und nicht Ackermann. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Und deshalb sagen wir brauchen in der ganzen Europäischen Union eine Millionärssteuer. Die Millionärssteuer und die Millionärsabgabe ist übrigens die beste Schuldenbremse, die man sich vorstellen kann, weil man ja auch die Spekulation reduziert. Und um mal zu zeigen, wie revolutionär wir sind, werde ich Ihnen jetzt sagen, was wir für eine Millionärssteuer fordern, auch in Deutschland. Also, wenn Sie ein Privatvermögen, bitte sagen Sie dem Bäckermeister, die Bäckerei zählt nicht mit. Also, wenn Sie ein Privatvermögen von mehr als 1 Million Euro haben, dann sollen Sie nach unserer Vorstellung auf den Mehrbetrag, nicht auf die 1 Million, nur auf den Mehrbetrag 5% zahlen. Also mal angenommen, Sie hätten ein privates Geldvermögen von 1.100.000 Euro, dann müssten Sie für 100.000 Euro 5% bezahlen. Und da machen die daraus, als ob die Welt zusammenbräche. Jetzt sind wir von links überholt worden. Und ich will Ihnen auch sagen, von wem? Von einem Verein von Vermögensmillionären. Der hat sich gebildet in Hamburg. Dem gehören etwa 40 Vermögensmillionäre an. Und die haben gesagt, naja, sie wollen da doch einen Schritt weiter gehen als wir. Sie wollen die Vermögenssteuer schon auf das bezahlen, was sie mehr besitzen als 500.000 Euro. Nicht erst auf das, was sie mehr besitzen als 1 Million. Allerdings wollen sie nicht 5% bezahlen, sondern 4%. Also ich denke, mit denen, ja, bekämen wir eine Verständigung hin. Aber das Problem ist, warum machen die das? Warum glauben sie, bildet sich jetzt ein Verein von Vermögensmillionären, der das fordert? Nein, nein, ich kann Ihnen sagen, warum. Erstens mag es ja darunter auch 5 ganz Edle geben, die ein bisschen schlechtes Gewissen haben wegen der Armut in Afrika und so. Mag es immer auch geben, will ich gar nicht ausschließen. 5. Aber die anderen, die haben eins begriffen, es geht um ihre Existenz. Das haben die begriffen. Sie haben begriffen, wenn man in einer solchen Zeit nicht abgibt, gefährdet man seine eigene Existenz, weil die Leute dann eines Tages alles und nicht zu Unrecht in Frage stellen. Aber diese konservative Regierung ist selbst zu blöde, das zu begreifen. Sie würden das System eher retten, wenn sie jetzt eine Vermögenssteuer einführen. Aber die sind völlig verstrickt in ihrer kleinkarierten Ideologie und kommen da nicht raus und sagen sich, um Gottes Willen mit uns Konservativen eine Vermögenssteuer, undenkbar, dann kürzen wir lieber Hartz IV und alles Mögliche, aber diesen Weg gehen sie nicht. Das ist abenteuerlich. Und ich bin wirklich bei diesem Thema, da reagiere ich auch allergisch. Weil, verstehen Sie, ich habe auch schon mal in meinem Leben einen Millionär getroffen, übrigens einen ganz netten, der will auch zahlen. Und der sagt immer, der verarschte die Bundesregierung. Der saß im Fernsehen und sagt immer, dann wollte ich darauf was bezahlen, hat mein Steuerberater gesagt, nein, das dürfen Sie nicht, darauf dürfen Sie gar nicht bezahlen, dann wollte ich darauf was bezahlen, hat er wieder gesagt, nein, das dürfen Sie nicht. Es gibt jetzt einen Vermögensmillionär in Deutschland, der hat gesagt, Deutschland ist die Steueroase für die reichen Leute. Das ist wahr. Übrigens, die meisten davon wohnen nicht in Kiel, sondern in Hamburg. Nur mal ganz nebenbei erwähnt. Also, was brauchen wir noch in Europa? Ich will es mal schnell machen. Natürlich brauchen wir eine Entschuldung durch die Banken. Reichen 50% nicht aus, müssen mindestens 75 sein. Natürlich brauchen wir eine Finanztransaktionssteuer, von der alle reden, die es aber nicht gibt. Weil das würde die Spekulation endlich mal reduzieren. Weil immer, wenn du spekulierst, müsstest du ein bisschen Steuern bezahlen. Mein Gott, was ist denn so schlimm daran? Wenn Sie ein Stück Butter kaufen, müssen Sie auch Steuern bezahlen. Warum müssen die denn keine Steuern bezahlen? Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann sage ich Ihnen ganz offen, und das fand ich spannend, ich war ja bei Jauch und neben mir saß Frau Kohl. Das ist die Frau Kohl, die immer die Börsenberichte abgibt in der AD. Und da sagt die zu mir,
strengen Sie Ihre Fantasie nicht an, Sie können sich das sowieso nicht vorstellen. Da sagt die zu mir, selbst wenn Sie Kanzler wären, also ich habe mir dann auch keine Mühe gegeben, mir das vorzustellen, aber dann sagte sie, also selbst wenn Sie Kanzler wären, heute, hier in Deutschland, und die Deutsche Bank käme zu Ihnen und sagte, wir gehen nächste Woche in Insolvenz, müssten Sie sie retten. Wenn Sie sie nicht retteten, würden Sie das ganze Wirtschaftssystem in Deutschland zerstören. Daraufhin habe ich zu ihr gesagt, das kann sein. Ich will das gar nicht bestreiten. Und daran sehen Sie, dass die Deutsche Bank viel zu mächtig ist. Denn dann habe ich ja als Kanzler gar keine Chance mehr, gegen Sie etwas zu entscheiden. Und deshalb würde ich vorher etwas anderes entscheiden. Alle großen privaten Banken viel kleiner zu machen, sie per Gesetz auf das zu reduzieren, was sie sein sollen, nämlich Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger und für die Realwirtschaft und nicht Spekulanten. Ich würde also den Finanzmarkt regulieren und dann würde ich sie öffentlich-rechtlich gestalten, wie die Sparkassen. Und wenn wir sie öffentlich-rechtlich gestalten, dann haben wir auch eine ganz andere Gerechtigkeit bei den Banken drin. Denn ich sage Ihnen eins, was nicht geht und was eigentlich deutlich wurde bei dem, was Frau Kohl sagte, ist, dass die Banken ja gar kein Risiko mehr eingehen. Sehen Sie mal, wenn ich die Deutsche Bank oder wenn jemand die Deutsche Bank so führt, dass sie Profite macht, dann verteilt er die Profite, Großdividenden an die Großaktionäre und Bonuszahlungen an alle Ackermänner dort. Und wenn sie Verluste machen, gehen sie zum Steuerzahler. Punkt. So einfach ist es. Sagen der Regierung, ja, wollt ihr uns pleite gehen lassen, dann ruiniert er die ganze Wirtschaft. Sagen sie, nein, machen wir nicht. Machen sie sofort, innerhalb einer Woche stellen sie 480 Milliarden Euro bereit. So sieht die Realität aus. Und deshalb haben wir gesagt, nein, dann brauchen wir das schwedische Modell. Weil Schweden hat gesagt, als eine Großbank drohte pleite zu gehen, ja, haben sie gesagt, wir übernehmen euch, aber dann alle anderen privaten Banken mit. Weil wir übernehmen doch nicht nur eure Schulden. Wir haben ja zum Beispiel die HAI verstaatlicht. Ich meine, Union und SPD haben die verstaatlicht, der Große Koalition, und die Linke hat rumgemault. Warum? Weil wir gesagt haben, zum Beispiel hat die Deutsche Bank gegen die HAI eine Forderung von 10 Milliarden. Jetzt haben wir ja die HAI verstaatlicht, die gehört uns ja jetzt allen. Jetzt haben wir die 10 Milliarden bezahlt an die Deutsche Bank und dann stellt sich Ackermann hin auf einer Pressekonferenz und sagt, er hat tolle Gewinne gemacht, verteilt riesen Dividenden an die Großaktionäre und Boni an sich und alle anderen. Das war ihr Geld. Das haben die ja nicht erwirtschaftet, das haben wir bezahlt, weil uns die pleite HAI gehört. Und da habe ich gesagt, nee, so geht das nicht. Dann hätten wir auch die Deutsche Bank übernehmen müssen, dann hätten wir auch die Gewinne gehabt. Und dann gibt es einen legitimen Unterschied zwischen Konservativen und Linken. Eigentlich hätten auch Konservative sagen müssen, wir in Schweden, nein, wir übernehmen alle Banken. Das haben die ja dort gemacht. Und dann dürfen Konservative sagen, wenn alles Geld zurück ist, wieder bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, reprivatisieren wir sie. Das würde ich nicht sagen. Weil ich weiß, dass sie immer wieder dazu tendieren. Aber das wäre ein legitimer Unterschied. Aber was Sie gemacht haben, ist höchst unmoralisch. Sie haben nur die Schulden einer Bank übernommen. Dafür bezahlen wir alle anderen Banken und werden als Land täglich pleite. Was nicht hinnehmbar ist. Ich will das ganz klar sagen. Und im Kern geht es um zwei Fragen. Um eine Frage des Eigentums und eine Frage der Demokratie. Ich sage Ihnen, das Eigentumsrecht wird bei Banken verletzt. Denn wenn ein Eigentümer nur noch die Profite einnimmt und für Verluste nicht haftet, weil immer die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Verluste übernehmen, dann ist es gar kein Eigentumsrecht mehr. Das ist ein Abzockerrecht, das nirgendwo geregelt ist, schon gar nicht im Grundgesetz, wo drin steht, dass Eigentum ja auch sozial verpflichtet. Und das Zweite ist, es geht um die Demokratie, nämlich um die Wiederherstellung des Primats der Politik. Im Land, in Kiel, genauso wie im Bund. Wenn es stimmt, dass die Deutsche Bank diktiert, was ein Kanzler zu tun hat, dann sage ich Ihnen, geht das in Kiel weiter, wenn Sie immer mehr aus dem öffentlichen Dienst privatisieren. Ob das Gesundheit ist, ob das Energie ist, ob das Wasser ist. Die Politik ist doch dann nicht mehr zuständig. Es gibt doch Gründe dafür, dass Sie Ihr Stadtparlament, Ihren Landtag, Ihren Bundestag wählen dürfen, aber nicht die Leitung der Unternehmen, nicht den Vorstand der Deutschen Bank. Also ist doch die Frage, was darf die Politik entscheiden und was nicht, eine Kernfrage der Demokratie. Und deshalb sagen wir, öffentliche Daseinsvorsorge muss im öffentlichen Eigentum stehen. Nicht, weil die Leiter klüger sind, sondern damit es eine Zuständigkeit der Politik gibt. Also, ich habe das vorhin schon gesagt, in den letzten 10 Jahren in allen Industriegesellschaften gab es reale Lohn- und Rentensteigerungen, nur bei uns nicht.
bei uns minus 4,5% bei den Löhnen, minus 8% bei den Renten, minus 5% bei den Sozialleistungen. 8 Millionen aller Beschäftigten in Deutschland sind prekär beschäftigt. In erzwungener Teilzeit, Befristung, Leiharbeit, Minijobs und die Aufstockerinnen und Aufstocker. Die Aufstockerinnen und Aufstocker sind zur Hälfte Vollzeitbeschäftigte. Vollzeitbeschäftigte. Sie müssen sich mal überlegen, die machen einen Vollzeitjob und bekommen so wenig Lohn, dass sie erfolgreich beim Jobcenter noch Hartz IV beantragen. Ich meine gar nicht die abgelehnten Anträge, nur die, die es wirklich bekommen. Und dann sagt Frau Merkel im Bundestag, sie ist stolz darauf, dass der Staat das ausgleicht. Und ich kann nur sagen, ich finde das ein Skandal. Wer in Deutschland einen Vollzeitjob hat, muss einen Anspruch auf einen Lohn haben, mit dem man Würde leben kann und nicht zum Sozialamt geschickt werden. Und dann nenne ich Ihnen mal die Zahlen. Sie vergessen zwar die Zahlen, aber es ist trotzdem interessant, wenn man sie mal hört. 4,1 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 7 Euro brutto die Stunde. Weitere 2,5 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 6 Euro brutto die Stunde. Und weitere 1,4 Millionen Menschen verdienen weniger als 5 Euro brutto die Stunde. Weniger als 5 Euro brutto die Stunde. Ich finde das ungeheuerlich. Und sage, wir brauchen endlich einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde. Endlich. Das Bruttogeldvermögen in Deutschland beläuft sich übrigens zurzeit auf 5 Billionen Euro. Versuchen Sie sich das gar nicht vorzustellen. Schaffe ich auch nicht. 1% der Bevölkerung, also das reichste Prozent der Bevölkerung, denen gehört von diesem Geldvermögen ein Viertel. 1% gehören davon 25%. Und wenn ich 10% nehme, so gehören denen 60% davon. Das sind 3 Billionen Euro. Und 2/3 der Bevölkerung, die haben gar kein Geld mehr. Schweige denn Immobilien. Jetzt haben wir doch die Krise seit 2008. Jetzt sage ich Ihnen mal, was Sie verwundern wird. Man könnte ja denken, naja, für die Vermögensmillionäre auch nicht so eine einfache Zeit. Wir hatten damals 720.000, wir haben jetzt 830.000. Das heißt, während der Krise hat die Zahl der Vermögensmillionärinnen und Vermögensmillionäre um 110.000 zugenommen. So wird verteilt. So wird von unten nach oben verteilt. Und diese 830.000 Vermögensmillionäre in Deutschland besitzen ein Vermögen von 2,2 Billionen Euro. Die gesamte Staatsverschuldung Deutschlands, vom Bund, von Ländern, Kommunen, also auch Kiel, auch Schleswig-Holstein, natürlich auch alle anderen Kommunen, alle anderen Länder und der Bund, beläuft sich auf 2 Billionen Euro. Das heißt, die Vermögensmillionäre, die 830.000 in Deutschland besitzen, mehr als die gesamte Staatsverschuldung ausmacht. Nicht, dass ich das eins zu eins umtauschen will, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Aber unsere Vermögenssteuer, wie am Freitag im Bundestag abzulehnen, ist doch dann wirklich Hanebüchen. Das ist doch wohl das Mindeste, was Sie leisten können, um hier Schritt für Schritt auch Schulden endlich wirksam abzubauen. Und dann sage ich Ihnen noch etwas, was mich wirklich stört. Verdi fordert jetzt eine Lohnerhöhung von 6,5% bei den Reallohnverlusten der letzten Jahre für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und da sagt der öffentliche Dienst, das Geld hat er nicht. Ich meine, ich muss das wirklich mal sagen. Die verschieben hier die Millionen und Milliarden. Sobald eine Bank nur anfängt zu krächzen, schieben sie schon die Milliarden hin. Und dann sagen Sie den Beschäftigten von der Feuerwehr und im Krankenhaus und allen, für euch haben wir nicht 6,5% eures Lohnes als Steigerung. Wissen Sie, was ich uns vorwerfe? Wirklich, Ihnen und mir? Wir haben uns in den letzten Jahren zu viel bieten lassen. Wir müssen mal sagen, Schluss, Ende der Fahnenstange. Wir machen das nicht mehr mit. Nur zum Vergleich, die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sind in derselben Zeit um 31% gestiegen. Und da sagen die Nein bei 6,5%. Bloß um mal das gegenüberzustellen. Die Kinderarmut, Sie wissen, das hat zugenommen.
Wir haben 2,5 Millionen arme Kinder in Deutschland. 2,5 Millionen nach der offiziellen UNESCO-Statistik. 1,8 Millionen Kinder leben von Hartz IV. Wissen Sie, ich bin ja jemand, der Kinder sehr mag. Ich spiele gerne mit ihnen, ich schaue sie mir an, ich rede auch gerne mit ihnen. Aber ich kann auch in Augen was erkennen. Ich kenne die Kinder in Berlin, die in die Suppenküche gehen müssen. Sie müssen sich immer überlegen, was das für so ein 8-Jährigen, 9-Jährigen, 10-Jährigen oder eine 8-Jährige, eine 9-Jährige, eine 10-Jährige bedeutet. Also da gibt es Kinder in der Klasse, die gehen nach Hause und bekommen dort ein vorzügliches Mittagessen gekocht. Dann gibt es Kinder, die leisten sich ein Schulessen. Und dann gibt es Kinder, die gehen in die Suppenküche. Und dann schaut man in die Augen dieser Kinder und spricht mit ihnen. Und ich weiß ganz genau, da gibt es einen Teil, der wird sehr ehrgeizig, aus dem kann was werden. Die starten dann ungeheure Anstrengungen, um das auszugleichen. Und dann sehe ich einen Teil, der wird absolut aggressiv. Das ist überhaupt nicht mehr zu stoppen. Und da frage ich Sie, wieso geben wir eigentlich lieber Geld für Jugendgefängnisse aus, statt für Bildung und für soziale Gerechtigkeit bei Kindern? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und das ist für mich eine Kernfrage. Die Kernfrage der Politik ist, will ich Chancengleichheit für Kinder, ja oder nein? Was ich in meiner Generation gar nicht mehr gebacken bekomme. Aber den Kindern keine Chancengleichheit zu geben, heißt eine grobe Ungerechtigkeit zielgenau fortzusetzen. Und dazu gehören eine Vielzahl von Fragen. Ich habe zu der FDP mal gesagt, eigentlich rede ich jetzt nicht mehr darüber, weil das macht man nicht. Wenn jemand schon unter der Erde ist, sollte man nicht mehr. Das ist nicht fair. Man soll ja nicht nachtreten. Aber mal abgesehen davon, ich habe zu denen gesagt, erklären Sie mir doch mal eins. Da gibt es zwei Neugeborene. Die Chancen zwischen denen, da liegen 1000 Welten dazwischen. Erklären Sie es mir. Was hat der eine Neugeborene falsch gemacht im Vergleich zu dem anderen? Was? Sie sprechen immer gerne von Leistungsdefiziten. Die sind beide gerade erst rausgekommen. Der hat noch gar keine Leistungsdefizite zu vertreten. Trotzdem schon diese Unterschiede. Und verstehen Sie, ich möchte, dass jedes Kind eine Chance auf eine Top-Bildung bekommt. Dazu gehört, dass wir verpflichtet sind, jede Begabung zu fördern, die des dritten Kindes der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin genauso wie die des Kindes des Professors. Aber beide müssen gefördert werden. Und wir sind verpflichtet, die Begabungen zu erkennen und zu fördern. Und denen es schwerfällt, zu helfen. Und ich sage Ihnen, wenn man wie in Schleswig-Holstein die Kinder in den Schulen so früh trennt, macht man nichts anderes als soziale Ausgrenzung, die endlich überwunden werden muss. Also jetzt haben ja unsere Krankenkassen, weil sie so fleißig eingezahlt haben, einen Überschuss von 20 Milliarden. Jetzt habe ich ja erlebt, dass Herr Kubicki hier ernsthaft Unterschriften sammelt, um die Praxisgebühr zu streichen. Und Herr Lindner in NRW macht dasselbe. Die Helden der FDP wollen die Streichung der Praxisgebühr. Mal ganz abgesehen davon, dass sie sie eingeführt haben, das vergessen sie ja zu erwähnen. Aber das lasse ich mal alles weg. Da haben wir uns gedacht, war natürlich ein bisschen gemein, aber haben wir uns gedacht, naja, dann beantragen wir jetzt einfach die Streichung der Praxisgebühr. Machen wir sofort Abstimmung am Freitag. Nun hat ja da auch die FDP gesprochen. Und jetzt werde ich Ihnen einen Satz, ich hoffe, dass Sie ihn nicht verstehen. Ich habe ihn auch nicht gleich verstanden. Ich habe ihn mir dann übersetzt von dem FDP-Sprecher vorlesen. Also er hat gesagt, ja, Sie sind jetzt gegen die Praxisgebühr. Und dann hat er gesagt, wenn es denn aber in den Reihen unseres Koalitionspartners, gemeint ist die Union, Vorstellungen gibt, die Praxisgebühr beizubehalten, weil ja eine neue Steuerungswirkung beigelegt werden soll, die zu höherer Eigenverantwortung und so tatsächlich zu verantwortungsvollerem Umgang mit den begrenzten Ressourcen im System führt, dann werden wir darüber selbstverständlich mit der Union sprechen. Also im Klartext heißt es, die Praxisgebühr wird nicht gestrichen. Und das ist immer dabei rausgekommen. Und das ist abenteuerlich, denn ich sage Ihnen eins, die ganzen Reserven in den Gesundheitskassen haben Sie bezahlt und deshalb müssen die auch an Sie wieder zurückfließen. Und da muss man endlich die Praxisgebühr und die Zuzahlung für Medikamente und andere Dinge aufgeben. Das wird höchste Zeit. Und im Übrigen habe ich immer gesagt,
Wir brauchen in diesem Umfang keine privaten Krankenkassen. In anderen Ländern gibt es das gar nicht. Da gibt es eine gesetzliche Krankenkasse für andere, auch in EU-Ländern, für alle. Und da muss der Ackermann einzahlen und der Gysi und Sie und alle. Und dann müsste man sagen, man muss einen Prozentsatz von seinem gesamten Einkommen einzahlen. Das ist natürlich denn bei Ackermann etwas mehr als bei Ihnen. Aber er verdient ja auch mehr. Und dann sage ich Ihnen, haben wir das durchgerechnet mit einer wissenschaftlichen Studie, jede Bürgerin und jeder Bürger mit Einkommen in Deutschland müsste dann bei einer solchen gesetzlichen Krankenkasse 5,25% seines Einkommens bezahlen. Herr Ackermann, genauso wie Sie, 5,25% seines Einkommens. Und die Unternehmen als berühmte Lohnnebenkosten, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, müssten auch nur noch 5,25% bezahlen. Das ist weniger als heute. Müssen wir dem Bäckermeister sagen, er soll sich überlegen, ob er nicht doch die Linke wählt. Also bei uns würde er weniger bezahlen, ganz einfach. Und, aber der Vorteil bestünde daran, es wäre auch viel gerechter. Weil die Art der medizinischen Versorgung, das Tempo, wann ich einen Arzttermin bekomme und die Art und Qualität der Medikamente unterscheidet sich nicht mehr zwischen Ihnen, Ackermann und den anderen, weil wir ja alle in die gleiche gesetzliche Krankenkasse einzahlen, weil es nur einen Maßstab gibt für die Medizin. Das ist die Art der Erkrankung und nicht die soziale Stellung des Betreffenden. Das müssen wir durchsetzen. Und dann kann man gerne noch darüber diskutieren. Dankeschön. Es ist nur Wasser, also ich hoffe zumindest. Moment. Oh, nee, ist doch Wasser. Also und dann kann man zusätzliche Dinge noch versichern lassen. Ich will gleich einräumen, ich schlösse dann zusätzlich noch eine private Versicherung ab. Ich will Ihnen das auch kurz begründen. Und zwar nicht, dass ich ein anderes Medikament kriege oder einen anderen Arzt, sondern ich würde dafür bezahlen, wenn ich ins Krankenhaus komme, dass ich in ein Einzelzimmer komme. Und das will ich Ihnen auch erklären, warum. Wenn ich mit drei anderen Leuten zusammen, das ist übertrieben, mit zwei anderen Leuten zusammen in einem Zimmer läge, müsste ich den ganzen Tag über Politik reden. Das halte ich im Krankenhaus nicht aus. Bitte um Verständnis. Aber noch viel schlimmer wäre ja Folgendes. Stellen Sie sich mal vor, Kauder und ich würden am selben Tag in Kiel krank werden. Dann kämen wir beide ins Krankenhaus. Und dann gäbe es einen gemeinen Chefarzt. Dann sperrt er uns beide ins gleiche Zimmer. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil Kauder dann niemals gesund werden kann. Verstehen Sie? Das kann ich ja gar nicht verantworten. Deshalb würde ich sagen, okay, das bezahle ich dann zusätzlich. Aber das ist mir auch wurscht, das sollen die Besserverdienenden machen. Aber nicht die Arzttermine, nicht die Qualität der ärztlichen Behandlung und nicht die Art der Medikamente. Genau das müssen wir ausschließen. Dann lassen Sie mich ganz kurz was zur Rente sagen. Wir werden ein riesiges Problem der Altersarmut bekommen. Die jungen Frauen, die ich dort sehe, die natürlich noch gar nicht über Rente nachdenken, weil das für sie so weit entfernt ist, das verstehe ich ja. Aber ich sage Ihnen, ich war auch mal so jung, es kommt doch irgendwann. Und der Mist ist, Sie kriegen eine Armutsrente. Wissen Sie, was man heute, wenn man für eine Rente bekommt, wenn Sie 1.000 Euro verdienen und Sie arbeiten 45 Jahre Vollzeit hintereinander, 45 Jahre Vollzeit hintereinander und Sie verdienen pro Monat 1.000 Euro, dann bekommen Sie eine Rente von 400 Euro. Nicht mehr. Alles so geregelt. Und dann müssen alle die Grundsicherungsrente beantragen. Eine Zumutung. Wirklich eine Zumutung. Überhaupt nicht vertretbar. Und deshalb sage ich, nein, wir brauchen ein anderes Rentensystem. Ganz einfach. Heute zahlen ja nur die abhängig Beschäftigten in die Rente ein. Alle mit Einkommen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Auch die Bundestagsabgeordneten, auch die Ärzte, auch die Rechtsanwälte, alle. Und das Zweite ist, ich muss die Beitragsbemessungsgrenzen aufgeben. Die müssen eben alle vom gesamten Einkommen einen Prozentsatz einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Und der damit verbundene Rentenanstieg wird abgeflacht. In der Schweiz gibt es eine Höchstrente. Aber ich kenne unser Bundesverfassungsgericht, die würden immer sagen, nee, das geht nicht, höherer Beitrag muss auch zur höheren Rente führen. Also haben wir gesagt, wir wollen ja gar nicht erst in Auseinandersetzung kommen mit dem Bundesverfassungsgericht. Unser Vorschlag, die Rentensteigerung wird aber abgeflacht. Das lassen Sie wiederum zu, weil Sie sagen, es ist ja eine solidarische Versicherung. Also kann man das machen. Ich sage Ihnen, wir hätten kein Problem der Altersarmut, wenn wir diese Schritte gingen. Und wissen Sie, dass die Union sagt, nein, sie kürzt die Rente lieber um 2 Jahre, macht es ab 67. Leuchtet mir noch irgendwie ein. Dass die FDP das sowieso sagt, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.
Dass die Grünen das sagen, wird Sie enttäuschen, mich nicht. Weil die bestverdiensten Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben die Grünen. Die Wählerinnen und Wähler der Grünen verdienen mehr als die Wählerinnen und Wähler der FDP. Das muss sie erst mal schaffen. Aber dass die SPD denselben Weg geht wie die anderen und sagt, wir kürzen die Rente um 2 Jahre, statt diesen Weg zu beschreiten, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich muss mal sagen, die haben aufgehört, doch wenigstens so etwas Ähnliches wie eine linke Volkspartei zu sein. Und das Starke an der Linken ist, dass wir die unter Druck setzen, dass sie wenigstens irgendwann mal wieder sozialdemokratisch werden, wovon sie weit entfernt sind. Und dann sage ich Ihnen noch eins, wenn hier Leute von Ihnen, von allen Parteien sprechen und sagen, sie wollen mehr für Bildung, sie wollen mehr für Kultur, sie wollen Chancengleichheit für Kinder, sie wollen auch höhere Löhne, sie wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Das ist höchst unglaubwürdig, solange Sie nicht auch Steuergerechtigkeit fordern. Ohne Steuergerechtigkeit ist das Ganze nicht zu finanzieren. Und deshalb sage ich ganz klar, die Körperschaftssteuer betrug unter Kohl, ich muss es so sagen, 45%. Dann hat Schröder sie gesenkt auf 25%. Und dann hat die Große Koalition aus Union und SPD sie gesenkt auf 15%. Sie ist niedriger als in den USA, niedriger als in Großbritannien, niedriger als in Frankreich. Ich will es bloß mal sagen. Unsere Steuerquote insgesamt im Vergleich zur EU liegt bei 35%. Bei den alten 15 EU-Mitgliedsländern bei 40%. Würden wir nur diese Differenz ausgleichen, hätten wir jährlich eine Mehreinnahme von 120 Milliarden Euro. Ich will gar nicht darüber reden, dass wir bei der Einkommensteuer, wir wollen ja auch Steuern senken, den Grundfreibetrag erhöhen müssen auf 9.300 Euro, sodass Sie für 12.000 Euro brutto im Jahr gar keine Steuern zu bezahlen brauchen. Wir wollen den Steuerbauch beseitigen, weil die durchschnittlich Verdienenden, die Facharbeiter, müssen ja so viel bezahlen, weil wir den Spitzensteuersatz von SPD und Grünen gesenkt bekommen haben. Und zwar von 53%, die unter Kohl galten, auf 42%. Das ist das Unglück gewesen. Und dann schiebt sich das so zusammen und so entsteht der Steuerbauch, den der Bäckermeister bezahlen muss, der Facharbeiter bezahlen muss. Das wollen wir nicht. Wir wollen weg mit dem Steuerbauch. Aber dazu müssen wir auch wieder den Spitzensteuersatz von 53% einführen. Und das wäre gerecht. Alle Bürgerinnen und Bürger, die bis zu 72.000 Euro im Jahr verdienen, würden bei uns weniger Steuern bezahlen. Und erst die, die mehr als 72.000 Euro im Jahr verdienen, müssten mehr bezahlen. Anfangs natürlich nicht so viel. Und wenn es dann Millionen werden, immer mehr. Mein Gott, der Vorstandsvorsitzende von VW verdient ja schon das Doppelte von Ackermann. Das will ja was heißen, der ist ja bei über 17 Millionen. Aber er verdient das Tausendfache eines Leiharbeiters bei VW. Und ich stelle immer die Frage, leistet er das Tausendfache wie ein Leiharbeiter? Auch sein Tag hat nur 24 Stunden. Das ist absolut ungerecht und hat mit Leistung überhaupt nichts mehr zu tun. Nichts. Natürlich, es gibt noch so eine Sache, so eine Kleinigkeit, aber das ist trotzdem spannend. Ich muss Ihnen die mal erzählen. Also man kann ja verschiedene Einkommen haben. Und wenn Sie dann Zinsen und Dividenden einnehmen, und zwar in einer bestimmten Größenordnung, dann wurde das früher versteuert wie Einkommen. Also sagt man, gut, der Gysi hat erstmal die Diäten und dann hat er noch so viel Zinseinkommen, die Dividenden habe ich nicht, habe ja keine Aktien. Also ganz egal, das addieren wir alles und davon muss er dann seine Steuern bezahlen. Dann hat die FDP gesagt, das geht nicht. Also für Zinsen und Dividenden müssen wir eine geringere Steuer nehmen. Und das hat sie damit begründet, dass es so viel Steuerhinterziehung auf diesem Gebiet gäbe. Und deshalb muss man den Steuerhinterziehern entgegenkommen und sagen, wenn man es weniger macht, sind die ja eher bereit zu bezahlen. Das haben die wirklich gesagt als Theorie. Dann habe ich gesagt, na, aber als die ersten Warenhäuser eingeführt wurden, gab es ja noch keine Kameras und keine Detektive, da wurde ja unheimlich viel geklaut. Haben Sie denn damals gesagt, wir müssen die kostenlose Entnahme von Waren genehmigen, damit wir keine Diebstähle mehr haben? Ich meine, das wäre dann die Schlussfolgerung. Es ist mir völlig absurd. Da werden Steuern hinterzogen und dann überlegt man, wie man den Steuerhinterziehern entgegenkommt, statt zu überlegen, wie man die Steuerhinterziehung verhindert. Auf jeden Fall haben Sie nun eine Abgeltungssteuer festgelegt für diese Sachen von 25%. Und da hat dieser Vermögensmillionär wieder gesagt, Dankeschön, ich spare über die Hälfte an Steuern für dieselben Einnahmen. Muss ich statt 53% wie unter Kohl, weil ich ja so viel einhabe, nur noch 25% bezahlen. Finish. Einfach finish. Milliarden werden auf die Art und Weise verschenkt. Na, das wäre bei uns nicht möglich.
Aber ich will jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Vermögensteuer habe ich schon gesagt, Erbschaftssteuer auch. Brauche ich nicht, Finanztransaktionssteuer auch. Nur eine Sache will ich noch sagen. Weil das ist immer ein Gegenargument, das kommt. Es wird gesagt, ja, Vermögensteuer. Wenn Sie eine Vermögensteuer einführen, gehen die alle damit ins Ausland. Ich habe vorhin von den 2000 griechischen Familien gesprochen, da sagte wieder Frau Kohl neben mir, ja, aber die haben ja ihr Vermögen schon längst ins Ausland gebracht. Nun, abgesehen davon, dass das bei Grundstücken schwer ist, lasse ich mal weg, sage ich, na und? Würde mich gar nicht interessieren. Führen wir ein anderes Recht ein. Und jetzt kommt das Schöne, US-Recht. Deshalb, als wir das beantragt haben im Bundestag, konnten sie nicht sagen, es ist sozialistisches Geplänkel, es galt selbst unter Butsch. Und der war nun vieles, aber kein Linker. Und was ist das US-Recht? Das US-Recht knüpft die Einkommenssteuerpflicht und die Vermögenssteuerpflicht an die Staatsbürgerschaft. Und die sagen, lieber US-Bürger, ob du in Monaco wohnst oder Liechtenstein, ist mir völlig wurscht. Du musst jedes Jahr an ein Finanzamt in den USA deinen Einkommenssteuerbescheid und deinen Vermögenssteuerbescheid schicken. Und dann rechnen wir aus, ob du in den USA hättest mehr bezahlen müssen. Und wenn du in den USA hättest mehr bezahlen müssen, kriegst du hinsichtlich der Differenz einen Steuerbescheid. So. Jetzt frage ich Sie, haben wir das beantragt im Bundestag? Gibt Spitzenleute im Sport, die wohnen alle in Österreich oder in der Schweiz oder in Monaco. Die kriegen alle Bundesverdienstkreuze von der 1. bis zur 15. Klasse. Aber Steuern zahlen in Deutschland, das ist nicht ihr Stil. Na, da gab es einen, der saß bei Stoiber zu einem Essen, ne? Und sagte dann zu Stoiber, um 23 Uhr müsse jetzt gehen, damit er rechtzeitig in Österreich ist, sonst ist er einen Tag länger in Deutschland. Und wenn man zu viele Tage in Deutschland ist, wie Boris Becker, wird man ja hier steuerpflichtig und so hatte der sein ganzes Steuerverfahren. Da ist der wirklich gegangen. Also dann habe ich zu ihm gesagt, die Gefahr, dass ich je Ministerpräsident in Bayern werde, ist ausgesprochen gering. Aber wenn ich es hier würde, und der bei mir um 11 Uhr, um 23 Uhr aufstünde, würde ich zu ihm sagen, Sie können jetzt gerne gehen, aber wenn Sie jemals noch einen Termin bei mir brauchen, nur noch um 23.45 Uhr. Ein anderer kommt überhaupt gar nicht mehr in Frage. Also sowas darf man sich doch einfach nicht bieten lassen, muss man sagen. Aber jetzt haben wir das beantragt und dann kann der ja fahren, wohin er will, dann kann er wohnen, wohin er will. Ich werde Ihnen gleich begründen, warum die alle Deutsche bleiben. Und wissen Sie, was uns Union, SPD, FDP und Grüne erklärt haben, warum das nicht ginge? Die konnten nicht sagen, es ist ungerecht. Wir hatten ein Argument, es sei zu bürokratisch. Im Ernst. Es gibt überhaupt keine unbürokratische Steuer. Aber das wäre ja das Unbürokratischste. Wir bestimmten ein einziges Finanzamt in Deutschland und sagten allen Deutschen, die im Ausland leben, wenn sie dort ihren rechtskräftigen Steuerbescheid über Einkommen oder Vermögen haben, müssen sie ihn senden an dieses Finanzamt innerhalb einer Frist von so und so vielen Wochen. Sonst ist es eine Steuerverkürzung, wenn sie es nicht machen. So, und dann wird überprüft, was sie in Deutschland hätten bezahlen müssen und über die Differenz kriegen sie dann einen Steuerbescheid. Na und? Und ich will Ihnen sagen, warum das auch gerecht ist. Die meisten haben hier die Schule besucht, die meisten haben hier studiert. Dafür wurden Steuermittel ausgegeben. Und außerdem, Prominente werden in der Regel, oder nicht in der Regel, aber es kann ihnen passieren, dass sie entführt werden oder ihren Kinder. Und die Kriminellen verlangen dann hohe Summen. Und dann bezahlen wir die. Das finde ich wieder richtig. Würde ich auch machen, wenn ich in der Regierung wäre. Weil ein Menschenleben ist immer mehr wert als Geld. Aber wenn wir unsere Pflichten Ihnen gegenüber haben, dann haben Sie doch auch Ihre Pflichten uns gegenüber. Und dazu gehört dann auch, dass Sie Ihre Steuern hier bezahlen. So, jetzt höre ich also mit dem Thema auf, komme zum Schluss und sage Ihnen, hier in Schleswig-Holstein ist das eine wichtige Wahl. Dass Sie überhaupt jetzt schon wieder wählen dürfen, liegt natürlich auch an uns. Weil nun wir auch geklagt haben und gesagt haben, das Wahlrecht war verfassungswidrig. Und wir hatten ja recht, es war wirklich verfassungswidrig. Deshalb muss neu gewählt werden. Aber nicht, dass wir das jedes Mal machen. Aber wir müssen jetzt wieder rein in den Landtag. Weil ich Ihnen sage, die anderen leben in einer Konsenssoße. Den Streit zwischen Union, SPD, Grünen und FDP können Sie doch vergessen. Die sind sich einig beim Afghanistan-Krieg. Sie sind sich einig, Rente erst ab 67 zu machen. Sie sind sich einig bei der Agenda 2010. Sie sind sich einig, keine Vermögensteuer zu erheben. Sie sind sich einig, Sie, SPD und Grüne, haben den Spitzensteuersatz von 53% auf 42% gesenkt. Natürlich mit großer Zustimmung von Union und FDP.
Ja, ich gebe das zu, die Linke im Bundestag ist ein Störenfried, weil wir dabei nicht mitmachen. Und es ist gar nicht mein Stil. Ich bin ja eher ein harmoniesüchtiger Mensch. Ich verstehe mich lieber mit den Leuten gut. Aber ich bin ein bisschen stolz darauf, ein Störenfried im Bundestag zu sein. Und ich will es auch bleiben. Und hier, mit Ihrer Entscheidung in Kiel, sagen Sie, entweder machen Sie den Landtag völlig langweilig, die quaken alle nur um denselben Brei herum, oder Sie sagen, nein, wir wählen auch einen Störfaktor in diesem Landtag. Das ist die Linke, die die Frage des Friedens, die Frage der sozialen Gerechtigkeit und die Frage der Demokratie anders beantwortet als die anderen. Und gleichzeitig stärken Sie damit uns den Rücken, gegen Merkel, aber auch gegen die anderen Parteien im Bundestag. Und ich möchte, dass die am 7. Mai mit hängendem Kopf im Bundestag sitzen und ich sie ein bisschen aufrichten kann und nicht umgekehrt. Da bitte ich Sie darum. Also, auch für mich persönlich, bitte ich Sie, sprechen Sie noch mit Ihren Nachbarinnen und Nachbarn. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, sprechen Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden und wenn Sie haben, auch mit Kolleginnen und Kollegen. Setzen Sie ein Zeichen in Schleswig-Holstein. Die Linke kommt wieder rein in den Landtag. Wir sind und bleiben für die anderen ein Störenfried. Sie müssen uns ja nicht mögen, aber Sie müssen sich daran gewöhnen, dass es auch eine andere Sicht gibt, die wir vortragen. Dankeschön.